50 Jahre Sport im NDR, 50 Jahre, in denen sich naturgemäß viel verändert hat. Nicht nur der Sport an sich, sondern natürlich auch die Menschen, die über ihn berichtet haben und es immer noch tun. Von schwarz-weiß bis ganz bunt, von damals bis heute, so ziemlich alles war dabei. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sport 3 am Sonntagabend. Guten Abend. Natürlich auch den Zuschauern hier im Studio B des Senders Freies Berlin. Wir wollen heute Abend, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu Sport 3 aus Hamburg, den Einschaltquotenrekord des Wochenendes brechen. Der Beginn einer Institution. Sport 3. Sport am Sonntagabend ist nicht nur eine aktuelle Sendung. Sport am Sonntagabend ist ein Magazin mit aktuellen Beiträgen natürlich, aber auch mit Hintergrundberichten, mit Porträts, Diskussionen und vielen Anregungen für den Hobby- und Freizeitsport. Sport im Fernsehen gibt es schon etwas länger. Die erste Live-Übertragung Ende 1952. FC St. Pauli gegen Hamborn 05. Manches hat sich seitdem kaum verändert. Es gibt Fragen und es gibt Antworten. Ihr 750. Spiel für Ihren Verein haben Sie sich sicher ein bisschen anders vorgestellt, ja? Ach ja, ich möchte sagen, dass das 750. Spiel für mich wohl ein bisschen anders auslaufen möge. Interviews im Stadion und im Studio runden die Berichterstattung ab, geben Ihnen die Möglichkeit, mehr über die Athleten zu erfahren als nur deren Ergebnisse. Wenn man gefragt wird, worden ist, ob man fit ist, da hat man natürlich ja gesagt. Auch wenn es nicht immer stimmt. So sieht es heute aus. Die Bundesliga. Ein Milliardengeschäft. Die Stadien hochgerüstet mit Technik. Sky, ARD, ZDF, Sport 1, alle bekommen die gleichen Bilder einer privaten Produktionsfirma. Als das NDR-Fernsehen noch fast alleine ist. Ab den 60er Jahren wurde hier in Lockstedt darüber entschieden, was es so Sportliches zu sehen geben wird. Die Redaktion beliefert die Sportschau der Nordschau mit Berichten. Gesendet wird im regionalen Fenster des ersten Programms. Die Zeiten sind allgemein schneller geworden. Die Sportarten sind schneller geworden. Fußball wird auch ganz anders gespielt als zu der Zeit, als ich da als Moderator begann. Viel ist seither passiert. Fußball-Weltmeisterschaft, Ruder-Weltmeisterschaft, Europatitelkämpfe der Leichtathleten, der Schwimmer. Zeit, den Sportlern etwas näher zu kommen, war auch. Mitreisende Reporter und Kamerateams, kein Problem. Der D136 auf dem Weg von Braunschweig nach München. Im vorletzten Schlafwagen dieses Zuges die Bundesligamannschaft von Eintracht Braunschweig und ihr Trainer Helmut Johansen. Unser Kontakt zu den norddeutschen Bundesligavereinen oder auch zu anderen Vereinen waren sehr eng bis hin zu persönlichen Freundschaften. Interviews kurz vor der Nachtruhe, heute unvorstellbar. Herr Johansen, wie viele Kilometer im Jahr muss ein Bundesliga-Trainer heute zurücklegen? Ich glaube, dass so 30.000 bis 35.000 Kilometer schon zusammenkommen können. Da war man doch gern gesehen. Ich höre es ja nur, heute muss man ja schon den Vertrag vorlegen, ob man überhaupt berechtigt ist, mit der Kamera ins Stadion zu kommen. Am 10. August erstmalig wieder mit dabei. Allerdings im Augenblick noch in Zivil, aber in einer halben Stunde ist das anders, Uwe. Ja, so ist es. Ich will mich gleich umziehen und will meinen ersten Versuch starten. Ich hoffe und wünsche mir nur, dass alles hält. Das andere ist zurzeit noch vollkommen unwichtig. Herr Zimmermann, also da brauchte man wohl nicht viel sagen. Also das war ja zu meiner Zeit eine Institution. Also, und insofern kannten wir die schon und wussten auch genau, welcher Sender. Also das wussten wir schon. Also so dumm waren wir nicht. Zimmermann, auch als Kommentator unverwechselbar. Meine Damen und Herren, haben Sie das gesehen? Tor! Die Zeit ist noch schwarz-weiß. Es wird auf Film gedreht und auch bei den großen Spielen in der Bundesliga nimmt sich das Fernsehen noch einiges heraus. Und dort passierte damals etwas im Weserstadion, was ich nie wieder gesehen habe. Erich Ringelband, der Kameramann, stand beim Anstoß noch mitten im Spielfeld und die Spieler spielten um ihn herum. Voller Einsatz für den Fernsehzuschauer. Auch auf dem Platz wird zu dieser Zeit hart gearbeitet. Bis aus dem Filmmaterial nach der Entwicklung im Kopierwerk und dem Schnitt ein Bericht entstanden ist, vergeht bis in die 70er hinein auch gern mal ein Tag. Sie waren glücklich und zufrieden, wenn Sie einen Tag später, 24 Stunden später, die Tore zu sehen bekamen. Schneller geht's kaum.
In der Grafik herrscht Hochbetrieb. Spielergebnisse und Tabellen werden zusammengetragen und auf Tafeln geklebt. Heute kann man alles schon vorher lesen, sich im Internet erkundigen und dann kann man sagen, das, was der gesagt hat, ist dummes Zeug. Damals hatten wir absolute Narrenfreiheit. Bundesliga heute. Die entscheidenden Gesprächspartner wandern von Mikrofon zu Mikrofon, sind Medienprofis. Große Überraschungen gibt es so kaum noch. Ich möchte die Zeit nicht missen, wie wir hier über die Dörfer gezogen sind und die regionalen Ereignisse abgebildet haben, mit allem drum und dran, mit dem Kontakt zum Verein, zu den Aktiven, zu den Menschen vor Ort, bis hin zum Bier nach dem Ereignis. Das war eine sehr schöne Zeit. Die berühmte Fußballhochburg Norddeutschland ist nicht nur gebaut worden aus deutschen Meisterschaften, DFB-Pokal, Europapokalsiegen, sondern sie steht auch ganz maßgeblich in der Provinz, wo man ja gerne mal belächelt wird, wo aber selbst die größten der Großen, die absoluten Weltstars, hingekommen sind. Es war schon bewundernswert, wie gelassen Maradona vor dem Spiel seine Kreise zog, denn die meist jugendlichen Zuschauer verfolgten den Superstar auf Schritt und Tritt. Es ist doch ganz klar, durch eine großartige Leistung heute gegen Maradona könnten Sie Schlagzeilen machen. Schlagzeilen? Ich bin Polizist und das ist mein Beruf. Komplett beschatten lässt sich der Superstar dann allerdings nicht vom Polizist aus Meppen. Maradona erzielte sein erstes Tor für seinen neuen Club und brachte Barcelona mit 1:0 in Führung. Ich habe selten einen Spieler von diesem Format gesehen, der so nett ist, der so zuvorkommend ist. Erkläre im Namen des Deutschen Fußballbundes die Mannschaft von SV Eintracht zum deutschen Fußballmeister 1967. Nicht nur in Braunschweig unvergessen. Meistertrainer Helmut Johansen und der sensationelle Titelgewinn 1967 auf leisen Sohlen zur Schale. In der Vorbereitung haben wir dann barfuß gearbeitet und das hat stärkt die Fußgelenke, nicht wahr? Ich habe mich eigentlich gefreut, dass ein kleiner Verein, der eben nicht Favorit war von vornherein, deutscher Meister werden konnte. Das ist heute etwas schwieriger. 1991. Mecklenburg-Vorpommern ist neu im NDR-Sendegebiet. Die DDR gibt es nicht mehr, aber Hansa Rostock wird trotzdem letzter Ostmeister. Mit einem Trainer aus dem Westen. Du musst jetzt vor die Mannschaft gehen und die sagen Sport und du rufst frei. Ich sag mal, habt ihr in der DDR eine Klatsche oder was? Zum Heulen schön. Werder Bremen. Ailton und das Double 2004. Radio Bremen ist immer dabei. Meisterschaft und Pokal. Aber den Torschützenkönig zieht's trotzdem weiter. Und Deutschland klatscht Werder Applaus. Bremen bleibt in Bremen, Ailton muss weiter. Er sollte schießen. Schüsse aus dieser Distanz hat der HSV hier gestern Abend geübt. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Heute sagen wir ja, dass er Glück gehabt hat, dass es ein Glücksschuss war. Eine großartige Hamburger Mannschaft ist Europapokalsieger, geborgen der Landesmeister, Europas höchster Triumph. Berlin, Berlin, wir fahren mit 96 zum Pokalfinale nach Berlin. Und der NDR-Reporter ist mittendrin beim legendären Elfmeterschießen. Aber wir vom NDR hatten eine Kamera und wir hatten uns erlaubt, einfach aufs Spielfeld zu gehen und dort alles zu drehen. Weiß noch, wie Lorkowski stand direkt neben uns. Und dann gewinnen die das Elfmeterschießen. In Wolfsburg können es sowohl die Männer, erst Meister und dann Pokalsieger, als auch die Frauen. Die machen sogar alles auf einmal. Das Triple 2013. Gegen Hannover 96, HSV Werder. Was problematisch klingt, kann man in einem Satz zusammenfassen. Nicht jeder hat jeden lieb im Norden. Das war immer so, das wird auch immer so bleiben. Und das macht die Berichterstattung natürlich nicht immer angenehm. Gleichwohl ist es immer eine sehr große Herausforderung. Zwischen Rostock und St. Pauli kracht es in den 90ern besonders heftig.
Ich habe gesagt, was habe ich getan? Ich will nur Fußball spielen hier. Der NDR-Sport dokumentiert das Geschehen und wird dabei manchmal zum Zielobjekt der Aggression. Habe ich auch festgestellt, wie gefährlich das auch für uns sein kann, wenn wir da mittendrin sind. Das ist eigentlich nicht zu verantworten. Begräbnis für einen jungen Fußballfan. Der Bremer Adrian Malaika stirbt 1982 nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen HSV und Werder-Fans. Vom Beruf her war das mit Sicherheit der schwärzeste Tag in meinem Leben. Das ist eine der größten Tragödien, die wir da erlebt haben. Das ist furchtbar. So gut wie jedes Stadion in Norddeutschland hat der NDR in den vergangenen 50 Jahren besucht und beackert und sich dann aber natürlich auch immer besonders gefreut, wenn es an die internationalen Großveranstaltungen ging. Und da erinnert man sich natürlich ganz, ganz besonders an die, die im Sendegebiet stattgefunden haben. Olympia 1972, Segelspiele in Kiel-Schilksee. Hier wurde die Flamme entzündet. Das olympische Feuer brennt bei den Münchner Spielen auch im Norden. 27 Jahre nach dem Kriegsende ist die Welt zu Gast in einem friedlichen Deutschland. Schön bunt und beschwingt. Olympia immer das größte der Großereignisse, auch für den NDR. Die olympischen Segelwettbewerbe der Spiele der 20. Olympiade sind eröffnet. Ich habe alles gesehen. Also was ich an Sport sehen konnte, wenn ich Zeit hatte, habe ich mir angeschaut. Dafür hat man sich interessiert. Und wenn große Wettkämpfe waren, hat man die sich auch gerne angeschaut. Ja. Auch die Fußball-Weltmeisterschaft 1966 war Sache des NDR. Zuständig für England in der ARD. Achtung! Hi! Nicht im Tor! Kein Tor! Eine Szene, an der sich heute ein paar Menschen mehr abarbeiten würden. Im Verhältnis zu heute, wenn man überlegt, dass zu Olympischen Spielen nach Sydney oder Peking oder London 500, 600 Leute von ARD, ZDF fahren. Damals waren vielleicht in England, ich würde mal sagen, 20 Leute. Größer, schneller, länger. Unzählige Stunden Berichterstattung, zum Beispiel aus London. Mit 20 Mitarbeitern käme man da nicht mehr weit. Olympia ist immer noch Sache des NDR. Aber auch die regionalen Klassiker des Sports gibt es jedes Jahr live. Wenn ich an Marathon denke in Hamburg, das sind das fantastische Bilder. Hier am Eppendorfer Baum und unter Führung durch und alles. Das animiert andere, im nächsten Jahr auf jeden Fall dabei zu sein. Großer Sport, groß in Szene gesetzt. Die Sci Classics, wie der Marathon mit traumhaften Bildern einer Stadt. Es kann so spannend und attraktiv sein, auch ohne Ecke-Tor bei den großen Sportevents des Nordens. Wer im Sport im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus will, der sollte einfach mal in die wunderschöne Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins kommen, nach Kiel. Denn genau hier an mittlerweile fast heiliger Stätte macht Jahr für Jahr ein Dutzend junger, glücklicher, fröhlicher, leicht angetrunkener Männer den Rathausbalkon zu seiner Partybühne. Keiner siegt öfter als der THW Kiel. Handball war schon immer ein großes Thema im NDR Sport. Die Überflieger. Immer wieder deutscher Meister. Champions League-Sieger. Pokaltriumphe sowieso. Eine ganze Saison ungeschlagen. Besser geht's nicht. Da feiern wir gerne mit. Wir singen Humba, 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 de, de. Und oben mit den Spielern und die zu feiern, ganz nah dran zu sein, das war das Entscheidende. Balkon kann Hamburg auch. Die HSV-Handballer Champions League-Triumph 2013. Brauchen noch mal ein Bier? Oder Apfelsaftschorle? Profis. Oder Jackie. Und der dritte im Bunde, die SG Flensburg-Handewitt. Und wir mit dabei in der Kabine. Champions League-Sieger 2014. Wir sind sehr stolz. So sehen Sie aus. Schalalalala. So sehen Sie aus.
Sie können einfach mit Bällen umgehen, die Norddeutschen. Wie die Volleyballdamen der Schweriner SC. Doublegewinner 2013. Mega, mega super, überhammergeil. Atemlose Spannung liegt über dem Parcours, als der Elmshorner auf Retina dem Derby-Sieg entgegenreitet. Das deutsche Springderby in Hamburg, ein Klassiker. Auch im NDR-Sport. Oft gewinnen Lokalmatadoren wie Fritz Tiedemann. Am häufigsten aber ein Brasilianer. Unglaubliche 7-mal. Hamburg war für mich einfach großartig, wichtiger als Olympische Spiele und alles andere. Ich liebe diesen Ort, diesen Wettkampf. Wenn ich heute noch einmal springen müsste, bevor ich sterbe, wäre es Hamburg. Wir haben uns in 5 Jahrzehnten Sport häufig mitgefreut, aber wir haben auch häufig mitgelitten. Der Abstieg von St. Pauli 1991, ein ganz großes Drama. Auch ohne Worte. Zum Heulen. Man kann man ganz nicht erfassen. Es ist unbegreiflich, dass wir absteigen müssen. Guck dir doch die Leute an hier. Guck dir doch an. Ne? Die haben das nicht verdient, abzusteigen. Alleine schon ewig nicht. Als ich dann nach Hause kam, erzählte meine Frau mir, wir haben hier alle geweint. Zum Heulen zumute war auch Boris Becker, live vor den NDR-Kameras beim legendären Halbfinale am Roten Baum gegen Michael Stich. Dem Elmshorner gelingt alles, Becker so gut wie nichts. Eine Demütigung. Ich glaube, er hat am liebsten aufgehört. Er hat gesagt, hier, komm, lass uns die Hand geben. 6-1, 2-1, wir hören jetzt auf, ich gehe nach Hause und wir lassen es bleiben. 50 Jahre norddeutscher Sport und wir haben wirklich über alle berichtet, über die ganz Kleinen. Wie die Boslerinnen und Bosler, ganze Rugby-Familien, Faustball, aber auch über die Großen. Die manchmal sogar ein bisschen zu groß waren. Frauenfeldkorbball. Ein zu Unrecht fast in Vergessenheit geratener Sport, dem wir uns angenommen haben. Natürlich mit kritischer Distanz und in der gebotenen Sachlichkeit. Ein anderes Problem sind nicht die 2,50 Meter hohen Körbe, sondern die davorstehenden Korbfechterinnen. Man will die Regel ändern, dass sie nur noch 1,80 Meter groß sein dürfen. Das mag das Spiel beleben, aber man tut vielleicht diesen etwas zu groß gewordenen Damen Unrecht, die nun eine Sportart gefunden haben und sie vielleicht wieder verlassen müssen. Ganz im Ernst, 50 Jahre und wir reden über Millimeter, Zentimeter. So schwer ist nun wirklich nicht. Wir haben die ganze Breite des Sports bis hin zu Behindertensport, Sitzprellball und was es alles gibt. Wir haben wirklich alles gemacht. Babyschwimmen ist eines der Hintergrundthemen, die aufgegriffen werden. Und wie kann ich mich in der Freizeit sportlich betätigen? Wie lerne ich zum Beispiel Tennis? Es musste eben nicht immer Fußball sein. Es konnte auch mal Fußball sein auf dem Motorrad. Etwas verstaubt die Sache, aber schon in den 60ern eines der Highlights im Fernsehen. Motorball war ein Sport, wo die ganze Gemeinde unterwegs war. Der Pfarrer, der Bürgermeister, alle waren sie dabei. Das war meist in den kleinen Dörfern. Aber dorthin zu gehen, die Leute haben das mit hohem Interesse gesehen. Im norddeutschen Wintersport war es eigentlich so wie in jedem Jahr. Es hat sich nichts geändert. Auch nicht bei den Hamburger Eiskunstlaufmeisterschaften. Ja. Haben Sie denn auch schon mal die Traumnote gezogen? Nee. Nein, habe ich noch nie. Warum nicht? Sind die so schlecht hier? Ich kann jetzt nicht. Ich muss jetzt aufpassen. Wo immer sich heftiger bewegt wurde, war der NDR nicht weit. Beim Boseln zum Beispiel. Ein Sport, der auch im Fernsehen richtig gut lief. Es war so, dass die Leute ganz gerne diese alten Sportarten sehen wollten. Und nun kommt ein Stilist, ein Techniker. Atemlose Stille. Er hat uns jedenfalls am meisten fasziniert. Und auch das, was dann kam. Wir haben uns auch immer Mühe gegeben, Boseln
Feldbogenschießen, also exotische Sportarten zu nehmen, weil das war dann der Gesprächsstoff. Das war der Erfolg auch dieser Sendung. 50 Jahre NDR Sport, das ist nicht nur Ecke Tor, das sind auch Biografien. Zwei DDR-Fußballer setzen sich in einem Taxi ab, flüchten anschließend über die Grenze. Das ist nur eine von vielen Geschichten aus unseren preisgekrönten Reihen Sportclub-Reportage und Sportclub-History. Jede Sekunde waren wir eigentlich bereit, weil ich hatte mir so ein Halstäschchen, da war mein Pass drin, mein Führerschein drin und die ganze Kohle, die ich umgetauscht habe, das war immer am Mann. In diesem Augenblick, wo du hier im Taxi gesessen hast, war es so, dass du gewusst hast, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Ich wollte ein freier Mensch sein und von daher ist auch mein Lebensplan mit dieser Flucht sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ich konnte das Leben leben, was ich leben wollte. Minderheiten, Andersdenkende. Im NDR-Sport finden sie Gehör. Das noch hat der mit. Sag, Jungs, betet ruhig auch nur für den Sieg. Macht es einfach, ob Gott das dann nachher macht oder nicht, ist ja Gott überlassen. Toleranz auf und neben dem Platz. Wir haben die Brüderlichkeit von Haus aus schon, die uns die Religion vorgibt, dass wir Respekt untereinander haben müssen, dass wir Respekt vor anderen haben müssen. Ja, anders ist der Sport. Aber das Thema geht eben wesentlich weiter als über das Spielen auf dem Rasen und das Ergebnis des Spiels. Und hier noch eine wichtige Durchsage vom Deutschen Wetterdienst Hamburg. Für die gesamte deutsche Nordseeküste besteht Sturmflutgefahr. Schon in den Anfangstagen war der Redaktion das Ereignis oft wichtiger als das Ergebnis. Unsere Spielpläne sind durch die letzte Sturmflut vollkommen durcheinander geraten. Hier erfahren die NDR-Zuschauer, warum der Spielbetrieb auf der Insel Föhr von Wetter und Gezeiten abhängt. Wir hatten dann ja auch im dritten Programm eine Spielfläche, das Sport 3 Magazin. Ich glaube, das lief immer donnerstags im Abendprogramm, wo wir die Möglichkeit hatten, solche Themen auch zu behandeln. Spektakuläre Bilder und eine faszinierende Persönlichkeit. Der blinde Bergsteiger Andy Holzer lässt uns teilhaben an seiner Wahrnehmung von unserer Welt. Wenn du es falsch machst, fliegst du raus. Wenn du es richtig machst, hast du ein schönes Gefühl. Und das ist, da gibt es nur eine Wahrheit. Und das ist wunderschön. Juliane, jetzt bist du ganz oben. Oh, nee. Super. Dankeschön. Schön, oder? 50 Jahre Sport im NDR und bringen wir es doch mal auf den Punkt. Wir haben sie alle gehabt. Ob nun Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Klitschko, Klopp, das ist eine Mini-Auswahl. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber eins eint alle, sie waren alle bei uns in der Sendung. Oder sie sind aufgetreten in unserer einzigartigen Reihe Sportclub Stars. Denn ganz klare Grundhaltung, wenn jemand mal nicht kommen konnte, dann haben wir ihn halt besucht. Zum Beispiel nach Rom in die ewige Stadt zum ewigen Miroslav Klose. Ich bin eher der eine, der die Kinder schnappt und auf ein Boot geht, angeln geht und so. Und das ist für mich, da bin ich in meinem Element. Bravo! Oder wir erlebten, was Ailton am liebsten mit seinen Kindern im Fernsehen sieht. Ailton. Geh, Papa. Hey.
Man muss da zwar eine gewisse Nähe haben, um solche Geschichten zu bekommen, aber auch andererseits eine gewisse Distanz, um neutral zu bleiben. Und dieser Balanceakt, der ist nicht so ganz einfach. Uwe, bisschen weiter nach Steuerbord. Böten rüber, sonst rammen wir den Burschen. Für uns Uwe musste es zum 70. Geburtstag schon etwas Besonderes sein. Die große Hafenrundfahrt. Ein Volltreffer. Im Hafen hat es natürlich besonders viel Spaß gemacht, weil man da natürlich auch Erlebnisse hat. Wunderschönen guten Tag. Auch wunderschönen guten Tag. Und alles im Griff, ja? Ja, ne? Klar. Prima. Wie man sieht, ja, ne? Freut mich, ja. Sehr schön. Uwe Seeler, der Fußballer, der Dicke, und der in einer Werft mit den Werftarbeitern zusammen. Aber das war die Klientel, mit denen er immer ganz gerne zusammen sein wollte. Und die Art und Weise, wie er ist, die kam bei dieser Geschichte richtig rüber. Fotoshooting mit Biathlon-Superstar Magdalena Neuner. Endlich auch mal Bilder abseits der Loipe. Und der Reporter lernt sogar etwas fürs Leben. Ja. Ja, das war deine erste Strickmasche. Überragend. 50 Jahre Sport im NDR, das heißt natürlich auch 50 Jahre Studio. Das ist unser Wohnzimmer hier, immer gewesen. Das hat sich natürlich in der Ausgestaltung verändert über die Jahrzehnte. Aber eins kann man ganz klar sagen, wir haben nie die berühmt-berüchtigten Kosten und Mühen gescheut. Wir wollten immer, dass unsere Gäste, die hierher kamen, es ganz besonders heimelig hatten. Die sollten sich wie zu Hause fühlen. Das hat nicht immer perfekt geklappt, aber wir haben alles gegeben. Wir haben uns hier so viel Mühe gegeben mit der Kulisse, ist natürlich mehr das altertümliche Bild der Türkei. Aber es soll so mehr so ein, ich sag mal, so ein Sultanspalast darstellen. Kommt sich der Christoph Daum so langsam so vor, nach dem Erfolg jetzt? Bitteschön. Ja. Wir haben ein bisschen versucht, einen typischen Bolzplatz in Afrika darzustellen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unseren Gästen, die eingetroffen sind. Susi Erdmann und Christoph Lang, guten Abend. Es musste alles real sein. Und da haben sich natürlich die Regisseure ausgetobt. Was eben gerade so modern war. Jede Nachricht hatte zum Beispiel in den 80ern schon einen Bart.